Ja, wir sitzen hier vom Herzogkeller mit Bastian Doret, Lukas Meißner und Andreas Seifert. Wie Raul Korner verkündet hat, werdet ihr ja auch in der nächsten Saison das Fundament der Mannschaft sein. Verschwendet ihr jetzt schon Gedanken an die nächste Saison oder ist es noch ganz weit weg? Naja, also ich weiß nicht ganz genau. Ich habe so Gerüchte gehört von Lukas, dass er vielleicht sich nicht mehr so wohl fühlt hier. Lukas, stimmt das denn? Stimmt das? In der Zeitung. Nee, das sind Gerüchte, die kommen irgendwie auf, weil es gibt Lockerroom-Talk, es gibt in der Umkleide immer Gerüchte, die dann ausgebreitet werden und da ist Basti auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Aber die Gerüchte kann ich nicht bestätigen. Also heute, wenn dann die Stimmung ein bisschen besser ist im Herzogkeller, dann kann man auch mal ein bisschen solche Gerüchte dann nach außen lassen, oder? Ja, die müssen geschürt werden, ja, davon lebt ja auch die ganze Republik, ja. Dass jeder interessiert sich, was mit einem Lukas Meißner passiert, was mit einem Lars Marcel passiert, ja, und das interessiert ja die Leute. Und nein, Spaß beiseite, ich glaube, das ist extrem wichtig auch für den Verein, dass der Trainer bleibt, dass wir drei als deutsche Säulen, ja, bleiben. Und ja, ich glaube, darauf lässt sich aufbauen und ja, ich freue mich schon auf die kommende Saison. Wie sieht es denn aus? Internationales Geschäft nächstes Jahr, ja oder nein? Also ihr werdet sicherlich darauf hoffen und darauf spekulieren, dann nächstes Jahr international dabei sein zu können. FIBA Europe Cup, also auch wenn es jetzt in den letzten Jahren immer die Champions League war, aber es hört sich doch auch ganz gut an, oder? Das hört sich nicht ganz so gut an, aber wir wollen natürlich international spielen. Wir wissen, dass der FIBA Europe Cup nicht dasselbe Niveau hat wie die Champions League. Das kann man dann aber auch ambitioniert sehen. Wenn wir in dem Pokal spielen sollten, probieren wir da möglichst weit zu kommen. Soweit ist natürlich noch nicht die Entscheidung gefallen, aber ich hoffe auch nächstes Jahr, dass wir wieder international spielen. Ja. Lukas, du sitzt hier mit zwei Nationalspielern. Sicherlich dein Ziel, sicher auch mal das Trikot tragen zu können. Schaust du dir immer ein bisschen was ab von den beiden? Ja. Speziell was? Die beiden zeigen natürlich, sind Vorzeigeprofis in allen Aspekten. Und da kann man natürlich, lernt man jeden Tag, in meinem ersten Jahr lerne ich da einfach jeden Tag was dazu. Deswegen bin ich überfroh, dass die in meinem Team sind. Leider merkt man nicht so viel davon, dass er da wirklich was lernt, weil er macht immer noch die gleichen Fehler wie am Anfang. Und da hätte ich mir schon ein bisschen größere Fortschritte vom Lukas. Man sieht, wie kritisch der Basti Doret mit seinen Aussagen immer ist. Also es ist, ich gebe mir Mühe. Das zeigt aber auch, ich meine, dass da wirklich auch Hoffnung da ist, dass da was draus wird. Ja? Ich meine, wir kümmern uns um dich, wir bist uns ans Herz gewachsen, ja. Und dann ist man natürlich auch emotional. Dann wird man immer nur enttäuscht. So viel Enttäuschung, aber. Trotzdem ist die Stimmung ja gut. Die Stimmung ist gut hier beim Saisonabschlussfest, beim Fanfest auf dem Herzogkeller. Die letzten Worte gebühren euch an die Fans. Ja, auch was heute hier wieder los war, ne? Wahnsinn. Also wenn man sich anschaut, was für Scheiße wir zusammen gespielt haben über die Saison hinweg, dass trotzdem so viele Fans kommen, ist ja, da muss man den Hut von ziehen. Und das zeigt dann aber, dass wir die besten Fans der Welt haben. Ja, die Fans sind klasse. Riesendank an jeden Einzelnen, der da immer in die Halle kommt und uns supportet, auch heute da am Start ist und einfach Riesendankeschön daraus. Ja, gibt nicht viel hinzuzufügen. Hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder die Oberfrankenhölle erleben können, die uns so heimstark macht und dann sieht es, glaube ich, wieder besser aus. Okay, wir drücken dabei auf jeden Fall die Daumen. Dann bis nächstes Jahr und dann wird wieder voll angegriffen. Auf jeden Fall.